Na, das ist ja genial. Mensch, 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 Mensch. Sehr schön. Und wir haben hier ein neues Gebiet eigentlich, ne? Ja, ach du Gott. Nebenquest. Was ist das hier? Und was ist das hier? Achso, da waren wir ja gerade drin. Hier ist auch nochmal. Oh Gott, das hört gar nicht auf. Und unentdeckt. Aber das können wir, glaube ich, zu Fuß laufen, ne? Man kann es auch lassen, aber. Geht mal gar nicht da hoch. Ach, oder so. Ach, upsi. Oh, also. Lichtkugel, Achtung! Spektakulär! Hinter dir, Kratos! Ah. Was summt denn hier? So, ist hier irgendwas? Da ist ein kleiner Durchgang. Hier ist... Verschlossen. Verschlossen ist hier, okay. Ich brauche zwei Schlüssel dafür. Ach, ja, wie immer diese... Die Schönheit einer verschlossenen Tür. Dahinter könnte alles sein. Alles. Monster, Schätze, bei unserem Glück vermutlich beides. Ein Abzeichen. Ein Ehrenabzeichen. Die Alben hatten so welche. Sie hängten sie vor ihren Hütten auf und zeigten so meinem Bruder ihre Treue. Achtung. Das war klar. Ach so, ja, ist ja... Au, au. In Ordnung, Kratos. Nicht wirklich. Das ist ein bisschen eng hier. Oh, 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 oh. Oh, oh. Alter! Nee, der steht nicht auf. Was ist das? Der hat sich wiederbelebt. Oh, das wird schwer. Schwer, schwer, schwer. Was ist denn das eigentlich hier? Ist das der böse Teil? Ach, das ist ein... Okay, die roten brauche ich noch nicht machen. Die sind, glaube ich, nicht so... Einmal probieren wir es nochmal. Au! Hinter dir, pass auf! Wow! Alter! Alter!
Hey, 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 hey. Ach, shit. Bruder, nein. Doch, Bruder, doch. Eieieiei. Okay, der eine ging schneller platt. Vielleicht ist das des Rätsels Lösung. Ich weiß es nicht. Mal gucken. Einmal probieren wir es noch. Alle guten Dinge sind drei, ansonsten kommen wir später vorbei. Rechte Seite, Bruder! Ach komm, ey! Ey, ich bin schon wieder fast tot hier. Ey, das ist es doch! Komm schon, Kratos, hoch mit dir! Nee, der bleibt liegen. Puh, wir kommen später vorbei. Wir kommen später vorbei. Büh. Ach nee, später vorbei. Jetzt geht's erstmal wieder weg. Der war also später. Sind doch so ein bisschen zart dafür. Was, wer schläft? Achso, ihr seid's, okay. Eine Lichtalbenstatue in der Wüste? Seltsam. Oben auf alten Albenruinen? Da muss ich zustimmen. Okay. So, gucken wir mal. Hallo? Und das letzte Teil. Schmuck. Oh, setz mir das auf ein Horn. Mal sehen, ob mir das steht. Nein. Das sind alle Tribute meines Bruders. Sollen wir sie behalten? Ganz wie du willst. Wenn Freyr sie nicht wollte, als er Alfheim verließ, können wir sie auch den Zwergen verkaufen. Mhm. Machen wir auch. Eine Albenbibliothek? Ein Archiv des Wissens. Keine Spur von dem Licht. Vielleicht haben sie Feierabend. Und wir können uns hier umsehen. Da geht's hoch. Hier können wir noch was mitnehmen. Zeitliche Relevanz. Oh, warte mal, hier können wir auch noch was gucken. Hier. Diese Texte allein können den Albenkrieg nicht beenden. Aber sie zu verbergen, dient nur jenen, die ihn in die Länge ziehen wollen. Nehmen wir uns ein Beispiel an Odin. Ja, ein ziemlicher Vorteil für die Lichtalben. Vergesser Turm, okay. Noch ein Fragment, wow. Das Buch ist versiegelt, aber es gibt eine Inschrift. Das Konsulat. Pikvir sprach von einem Verbannten gleichen Namens. Er würde sicher gern einen Blick auf genau diesen Text werfen. Und neue Quest. Oder auch nicht. All dieses Wissen ihrer Vorfahren.
Ihre gemeinsame Geschichte, Poesie, verstaubt hier. Vergessen. Welch Verschwendung. Oh oh. Ah, die Bibliothekarin will mit uns reden. Later, Framborg. Klingt, als wollte sie das Buch zurück. Oder auch nicht. Nein. Schild, Schlag! Ey, ist denn mal gut hier? Vorsicht! Schildschlag! Mist! Und hoch, hoch mit dir! So, Bibliothekarin. Thought Yankee Vita. Helga brought him on. Sie glaubt, sie beschützt sie, indem sie all dieses Wissen verbirgt. Unser Freund möchte dieses Buch lesen. Wir werden es mitnehmen. Oh, tschüss. Wehe, du greifst mich jetzt von hinten an. Ich bin beeindruckt. Ich dachte, du tötest sie. Als wir letztes Mal hier waren, nach Faes Tod, tötete ich einen bedeutenden Alb. Die Folgen für sein Volk waren sehr hart. Ich will nicht nochmal denselben Fehler machen. Huch, war die vorher auch schon da? Die war doch vorhin noch nicht da, oder? Ist auch noch so ein Ding hier. Die sind zu hart, die sind zu happig. Viel zu happig. Okay, wir... Achso, wie kann ich das Ding jetzt hier markieren? Achso, so. Da geht's jetzt hin. Was mir noch zu dem Theaterstück aus Hellas einfällt, und nimm mir die Kritik bitte nicht. Als Zuschauer hat man hauptsächlich langen Reden zugehört und gesehen, wie jemand schreckliche Nachrichten erhält. Es wäre schön gewesen, wenn mehr dargestellt statt beschrieben worden wäre. Es ist Tradition, dass sich Geschichten zu einer Zeit an einem Ort entfalten, ohne Unterbrechung. Es ist klarer. Wenn du das sagst. Hast du mal etwas geschrieben? Nein. Eine blöde Frage. Was? Quasi als Gedichte.
Ein Gedicht voll stiller Melancholie von diesem Poeten quasi. Allein, doch beisammen, nah doch fern voneinander, unsere Scherben uns fest umklammern. Es ist eine Kunst, das Miteinander, ohne Worte stets reden, durchschreite das Land, wie Vögel durch die Lüfte schweben, male Namen in den Sand. Okay, da drüben haben wir noch ein Rätsel. Mit den Dingern haben wir auch noch irgendein Rätsel vor uns. So, das ist mir ein Rätsel. So, dann schauen wir mal, was wäre hier der beste Weg. Hier geht es nämlich um die Kurve. Oh, ich höre... Oh, oh, oh. Hör auf. Gut so. Hinter dir. Rechte Seite, Bruder. Huch! Gut gemacht! Weiter so! Tot, Mann, hier ist keine Heilung. Wo?
Das Leuchten zeigt Verwundbarkeit an. Ja, du musst es rocken. Jawohl. Bruder, die Quellen! Schnell! Wo ist sie? Oh Gott! Wie komme ich da hin? Na, Scheibenkleister, danke schön auch. Na, schön Schranke auch. Warum ist sie schon wieder da oben? Ich oh wechsle. Gott! Nein! Oh Gott! Ey, ist das die Wahrheit hier? Komm ich denn da hoch, Mann? Alter! Was soll das denn? Oh Gott, das tut alles weh. Autsch!